Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV für die Altmark. Da staunte Hotelier Burkhard Barnier nicht schlecht, als er den Hinweis auf die Internetseite meinestadt.de/ahrensee bekam. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab, als ich die Seite öffnete und las, dass erhebliches Hochwasser in Ahrensee bestehe, so Barnier wörtlich. Es war von reißenden Flüssen die Rede. Eine Nachfrage bei den Betreibern der Seite ergab, dass die Eintragung gelöscht wird. Es sei ein Fehler, der nicht nur bei Ahrensee entstanden sei. Mehr lesen Sie bereits heute auf azonline.de. Der Elba-Radweg im Landkreis Stendal ist aufgrund des Hochwassers gesperrt und wird wohl auch so schnell nicht nutzbar sein. Radtouristen weichen deshalb zwangsweise aus. Wir haben regelmäßige Nachfragen, sagt Ulrike Woltersdorf, die Leiterin der Gardelegener Touristinformation. Mehr lesen Sie morgen. Das Theater der Altmark hat seine Hausaufgaben gemacht. Mit diesem Lob begründete Kultusminister Stefan Dorgalow, SPD, gegenüber der Altmark-Zeitung, warum es für das Haus in den nächsten Jahren keine Kürzung der Landesförderung geben soll. Mehr morgen in der AZ. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Morgen bleibt es trocken, meist ist es bewölkt, die Sonne lässt sich ab und zu blicken, das sagt unser Wettermann Zaki. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 20 Grad, nachts sinkt das Thermometer auf 10 Grad. Das war AZTV für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.